Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Channel zu einem, ja, neuen Let's Play. Und zwar zu Subnautica. Ich freue mich sehr, euch mitnehmen zu dürfen, denn, ja, abermals müssen wir survivalen in diesem Spiel. Und diesmal, wie ihr sicherlich schon seht, geht's nicht in den Himmel, wo wir waren bei Breath Edge, sondern dieses Mal geht's tatsächlich unter Wasser. Und, ja, ich quatsch auch jetzt gar nicht mehr lange rum, sondern würde sagen, ich drücke auf Spielen und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Und ich hoffe, ihr auch, denn das wird das nächste hier auf meinem Channel an Survival Game. Ich habe mich gegen Vulkanoids entschieden. Ich möchte das doch noch ein bisschen nach hinten verschieben. Ich denke, das wird wahrscheinlich dann nach Subnautica kommen, aber darauf dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Denn Subnautica habe ich mal angespielt, schon ewig her. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht lange groß rumquatschen. Wir legen los. Ich starte ein neues Spiel und mache Überleben. Strand auf einem gefährlichen fremden Planeten, nutze Rohstoffe und bekämpfe Hunger, Durst, um zu überleben. Ja, das klingt doch super. Freies Spiel, Hardcore, kreativ. Nein, wir machen das normale Überleben. Und dann halte ich mal meine Klappe und sage, bis gleich. Ich habe es tatsächlich mal angespielt. Ich glaube, im Stream damals war es mal gewesen, auch so wie Breath Edge. Aber es ist auch schon ewig her. Und mittlerweile ist ja sogar schon das DLC draußen, Below Zero, was auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat, genau wie das Grundspiel. Und ich bin echt gespannt. Also, ich lasse mich jetzt überraschen, was alles passiert ist, wie cool es wird und ja, wie viele Folgen es werden. Also schauen, Breath Edge sind fast 60 Folgen tatsächlich, ne? Geworden. 59 sind's. Also rein Story, glaube ich, sind wir bei 30 Stunden gewesen. Ich weiß nicht, wie lange das hier geht, was uns alles erwartet. Auf jeden Fall stürzen wir vom Weltraum ab, so wie es aussieht und ja. Wir kommen vom Breath Edge jetzt vom Himmel in die Traufe. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, nein! Oh Scheiße, oh nein, das Blech! Oh nein, der Feuerlöscher! Au! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße, oh Scheiße, das sieht nicht gut aus! Oh Scheiße, die ganze Bude brennt! Oh, ich glaube, ich nehme den Feuerlöscher! Okay, wir löschen mal das Feuer. Oh, puh. Okay, drücke F8, um Fehler zu melden oder okay. Ich muss das Feuer löschen. Boah, das ist gerade noch mal gut gegangen. Puh, ja. Shit. Starte Notfallmodus. Altera. Altera. Ah. Du hast eine leichte Generschütterung. Das ist immer noch ein optimales Erlebnis. Ergebnis. Dieses PDA wurde im Notfallmodus, wenn du den Richtigen neu gestartet, dich auf eine fremde Welt am Leben zu erhalten. Detaillierte Überlebenshinweise findest du in der Datenbank. Viel Glück! Mit Tab, okay, den PDA zu öffnen und zu schließen. Wir gucken uns den PDA mal an. Wir haben hier auf jeden Fall Ausrüstung. Links ist unser Inventar. Wir haben jetzt den Feuerlöscher. Löschmittel 100%. Warum der immer noch 100% hat, ich weiß es nicht. Baupläne. Ach du Heiliger. Ja, das kennen wir ja von anderen Survival-Games. Baupläne sind mal ganz lustig. Ich bin gespannt. Signalmanager. Rettungskapsel. Okay. Bilder. Was? Bilder? Screenshots mit F11? Aufzeichnungen. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Ah, okay. Das können wir uns sogar nochmal anhören. Datenbank, Baupläne. Okay, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir mal. Gut gemacht. Okay, wir haben, was haben wir denn da? Warnung.
Teste der Schaltkreise fehlgeschlagen. Sekundärsysteme ausgefallen. Kommunikation ausgefallen. Notsignalübertragung fehlgeschlagen. Auftriebskörper entfaltet. Hüllenintegrität, okay. Solarenergiezelle, 25, okay. Abermals müssen wir, wie gesagt, survivalen und wir haben links unsere Symbole mit Leben, Sauerstoff, weil wir ja unter Wasser gehen werden. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Apfel und Trinken, also Essen und Trinken. Und was haben wir hier? Fabrikate benutzen. Ressourcen, Nahrung, Persönliches, Geräte, was? Grund. Okay, wir können also hier survivalen. Also das ist wahrscheinlich unsere Crafting-Bank. Medipack. Können wir nehmen, haben wir jetzt im Inventar. Jo, Medikit. Behandelte Bandagen, Anwendung zum Blutung und Stillen und Wunden zu sterilisieren. Können wir mal benutzen, dann haben wir wieder 101, holy. So, hier haben wir den Sitz. Beschädigte Kommunikation, Reparaturwerkzeug benötigt, okay. Dann würde ich sagen, was haben wir hier? Oh, Vorräte. Nährstoffblock, kompakte verarbeitete Nahrung der Aurora. Aurora. Okay, Nahrung 75. Leuchtfackel. Wegwerf Leuchtfackel nützlich zur Ablenkung von Raubtieren und Wasser. Okay, wir haben ein bisschen Vorrat. Ich würde sagen, wir benutzen aber erstmal die Leiter und schauen uns erstmal um. Holy shit. Und das erinnert mich doch tatsächlich wirklich an Breath Edge. Diese Hommage bei dem, das war so gut. Kein menschliche Lebenszeichen registriert. Das heißt, wir sind mitten irgendwo im Ozean gelandet auf einem fremden Planeten. Es ist wahrscheinlich nicht die Erde. Das ist unser Schiff, das ist unsere Rettungskapsel. Tja, was bleibt uns anderes übrig als wie... Ja, zu survivalen. Das heißt, ich schaue mich erstmal um. Huah! Oh mein Gott. Jetzt heißt es erstmal, wir müssen Sachen sammeln. Wie in jedem... Okay. Säurepilz. Ja, nehme ich mal ein bisschen was mit von all dem, was wir haben. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Keine Ahnung. Wir werden ein bisschen survivalen. Und wir müssen natürlich auch auf Sauerstoff achten. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Oh, die Fische sind ja niedlich. Hallo. Was bist du denn? Verwenden von fremden Lebensformen kann überraschende Ergebnisse liefern. Fremde Ressourcen zu nutzen ist eine bewährte Überlebensstrategie. Okay. Okay. Ich nehme die Pilze mal mit. Ich weiß nicht, wofür sie sind. Wir werden es ausprobieren. Wie gesagt, wir müssen erstmal hier gucken, was hier was ist. Und wie geil einfach die Atmosphäre ist. Sauerstoff, ja, ja. Wir sehen übrigens auch, wie weit wir weg sind von unserem Boot da oben. Quallen, die sind bestimmt nicht sehr gut. Kann ich auch irgendwie wegpacken Sachen? Ah, mit E, okay. Holy shit, ich glaube, das wird noch sehr interessant. Können wir von unten auch ins... Ah, tatsächlich. Oh, das ist ja super. So, was können wir denn jetzt? Nahrung. Wasser. Ah, mit dem Blasenfisch gibt es also Wasser. Das ist ja interessant. Gekochte Nahrung können wir also auch machen. Schwammige, knorpelig, wenig Kalorien, glücklicherweise geruchlos. Okay, Salzablagerung brauchen wir dafür auch. Okay, alles klar. Was haben wir hier persönlich? Werkzeuge? Scanner, Reparaturwerkzeug. Wir bräuchten natürlich auch erstmal ein Reparaturwerkzeug, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Was wir mit den Pilzen machen können, weiß ich noch nicht. Deswegen würde ich sagen, lagere ich erstmal... Ach du Heiliger. Säurehaltiger Fisch. Ich würde vielleicht ein bisschen wieder wegwerfen, weil wir haben nicht so viel Platz im Inventar. Den Fisch behalte ich mal. Ich hoffe, der wird nicht schlecht. Dann schmeiße ich die Pilze erstmal wieder weg, würde ich sagen. Das war ein bisschen zu viel, glaube ich, des Guten. Hui! Oh, wie schön das ist. Kann ich die Sachen mal wegwerfen? So. Okay, die verteilen sich hier. Was brauchen wir denn für ein Reparaturwerkzeug? Lass mal gucken. Lass mal schauen.
Weil wir müssen ja hier einige Sachen reparieren. Wir sollten vielleicht gleich mal was essen auch. Ausrüstung. Standard-Tauchflasche, da brauchen wir Titan. Wir brauchen aber, glaube ich, erstmal Werkzeug, Scanner. Spektroskop-Scanner zum Ermitteln von Technologie, Bauplänen, Daten über legendäre Organismen. Wir brauchen Titan und Batterie. Okay, Titan und Batterie. Kann ich mir die Sachen anpinnen? Leider nicht, ne? Okay, Titan und Batterie. Wo kriegen wir Titan und Batterie? Huch, Titan und Batterien her. Ist jetzt eine gute Frage, ne? Wie gesagt, ich kenne das Spiel gar nicht. Hab's mal einmal angespielt, ist schon ewig her. Was ist das hier unten? Ich weiß noch nicht, ob die alle lieb sind. Metallschrott. Kann man ja bestimmt gut gebrauchen. Und nicht jedes Lebewesen ist, glaube ich, lieb und nett. Und ich muss, glaube ich, das Spiel ein wenig lauter machen. Mir ist es noch ein bisschen zu leise. Allgemein Sound hier. So, 100. Zurück zum Spiel. Achso, speichern. Speichern können wir mal. Das können wir mal machen. Das ist doch super. Besteht hauptsächlich aus Titan. Ja, 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 ja. Und ob wir da hinkommen werden, das weiß ich auch noch nicht ganz. Und wie es nun mal auch bei Brief Edge oder Brief Edge so ist, der Anfang ist sehr zäh, weil wir natürlich erstmal uns umgucken müssen. Wir müssen Sachen sammeln, etc. pp. Und dadurch, dass es unter Wasser ist, holy shit, was ist das denn hier? Ah, von der Unfall, von der Absturzstelle hier irgendwas, ne? Hier sind Kisten. Okay. Zerbricht den Kalkstein. Oh, oh, ah, interessant. Ja, 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 ja. Ich komme. Okay, Kalkstein müssen wir zerbrechen. Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten strombetriebenen Ausrüstung. Die Überlebenswahrscheinlichkeit hat sich geradezu Unwahrscheinlichkeit, aber ermöglicht. Okay, Metallschrott nehmen wir mit. Wir brauchen auf jeden Fall noch diese Steine. Also müssen wir diese Steine sammeln. Es wird, glaube ich, dunkel, ne? Ich schau mal, ob ich noch irgendwo Steine finde. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr lustig. Ich glaube, wir werden noch sehr viel Spaß mit dem Spiel haben. Oh, wie schön. Ich möchte halt, wie gesagt, nicht auch nicht zu weit weg von unserem Schiff. Da wir ja auch noch nicht so viel Ressourcen oder so ein Kram haben. Und wir auch immer darauf achten müssen, auf Essen und Trinken und so. Und so langsam wird es dunkel. Und wie schön das alles leuchtet, holy shit. Und ich hoffe, es ist im Stream nicht zu dunkel. Im Stream, ja moin. Auf YouTube nicht zu dunkel. Ich muss, glaube ich, die Helligkeit, glaube ich, ein bisschen einstellen. Ich würde mal gucken, ob ich nochmal so einen Fisch mitnehmen kann. Da schwimmt er. Komm mal her. Kann ich da noch einen nehmen? So, warte. Weil ich sehe, Nahrung ist, glaube ich, Nahrung ist, glaube ich, jetzt erstmal ganz wichtig. Gekochte Nahrung. Hier. Machen wir direkt noch einen. Wandert das jetzt direkt ins Inventar oder wie ist das? Ja, Essen. Aber natürlich. Wir haben aber keinen Fisch mehr. Aber wir haben 57 Essen und 63 Trinken. Wir haben Titan bekommen. Und ich würde den Metallschrott tatsächlich auch mal eben einlagern. Oh, der nimmt viel Platz ein. Uha. Der nimmt sehr viel Platz ein. Ich weiß nicht, wofür wir den brauchen. Warte mal. Ich würde einmal den Feuerlöscher auch mal da reinpacken. Kupfererz und Titan haben wir bekommen. Lass mal eben kurz gucken. Ausrüstung. Dreimal Titan brauchen wir für die Standard-Tauchflasche.
Wir wollten aber eigentlich doch Werkzeuge bauen, ne? Genau hier. Eine Batterie. Wo kriegen wir denn eine Batterie her? Oh, ein Feldmesser. Aber eine Tauchflasche wäre natürlich auch super. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen gucken. Wo war denn jetzt die Absturzstelle? Da. Und ich würde nochmal so einen Blasenfisch mitnehmen. Gott, diese Geräusche, ne? Also wenn ihr das mit Kopfhörer hört, ne? Das ist so cool. Da ist noch ein Blasenfisch. So, ich muss noch diese Steine abarbeiten. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, wo wir Steine finden. Die können wir jetzt so... Oha. Ach du Heiliger, was ist das denn? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Entschuldigung. Huah. So wie auch bei Breath Edge oder Brief Edge haben wir mit Sauerstoff zu kämpfen. Was natürlich ein gewisses Maß an Konzentration fordert, denn wir müssen so ein bisschen darauf achten, dass wir nicht sterben. So. Blasenfisch nehme ich mit. Boah, wie cool das aussieht. Alter Schwede. Ich glaube, ich muss das Spiel für euch ein bisschen heller stellen. Warte mal eben. So, warte mal. Allgemein. Sichtfeld, Bildschirm. Grafik ist das hier. Gibt es hier einen Regler für Helligkeit? Farbkorrektur? Nein. Voreinstellungen? Lalala. Erweitert. Bewegungsunschärfe habe ich übrigens ausgemacht. Gibt es hier keinen? Mach den mal auch übrigens runter, so auf 12, 11. Nee, es gibt keine Helligkeit. Das ist aber schade. Helligkeit kann man nicht einstellen. Hm. Überlegen, ob ich das mal eben bei euch... warte mal. Vielleicht hier rüber. Ich mach das mal hier rüber. Wenn ich das hier, den Gamma-Wert ein bisschen höher drehe. So müsste für euch das tatsächlich ein bisschen heller sein. Ich guck nochmal eben. Kann ich... Oh, ja, ich sollte vielleicht... So, warte mal. Dass ich das für euch mal ein bisschen höher stelle an Gamma. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. So ist das für euch quasi so wie bei mir, oder? Ah, nee, dann kommt das Rauschen da rein. Das ist nicht gut. Ist das so ein bisschen nicht so schön? Ja, vielleicht so. Vielleicht lasse ich so. So ist, glaube ich, ganz gut für euch. Gut, so. Ich tauche nochmal eben auf. Strahlungswerte in Umgebung festgestellt. Oha. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass wir erstmal... Ich weiß nicht, wie wir Wasser herstellen. Müssen wir mal schauen. Also zu trinken. Ich meine, Wasser haben wir ja. Aber dass wir vielleicht jetzt auch die Steine sammeln und Nahrung ist erstmal, glaube ich, ist erstmal das größte Problem. Und dass wir uns dann auf die Suche nach den... Huch, wo geht's denn hier hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh, wie cool. Ich muss hier aber raus. Uah! Uah, ich muss raus. Ich hab... oh Gott, nein. Wo ist die Höhe? Oh, oh, oh. Wir wurden angegriffen, aber wir haben noch genug Leben. Nein, ich sterbe. Oh. Puh. 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 Boah, das war knapp schon im ersten Video schon fast gestorben. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wie cool das aussieht. Ich würde sagen, wir machen uns mal eben was zu essen und schauen mal wegen Trinken. Puh, also Höhlen sind gefährlich. Weil wir auch noch nichts zum Abwehren haben. So, dann schauen wir mal. Erstmal machen wir uns jetzt was, eine gekochte Nahrung. So. Machen wir direkt nochmal. Was wir haben, haben wir. So, Wasser. Wie machen wir das? Auch aus Blasenfisch. Ja, das ist ja super. Gut, pass auf. Dann würde ich sagen, esse ich erstmal was. So, dass wir gesättigt sind. Das sieht gut aus. 94.
Jetzt brauchen wir noch Blasenfisch, damit wir was zu trinken machen. Die werden ja wahrscheinlich hier ein paar Mal rumschwimmen, ne? Da hinten sehe ich welche. Guck mal hier. Schwupps. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so auf das Wirtschaftssystem oder auf das System hier auswirkt, dass wir hier so viele Fische einfach fangen. Also, dass es dann vielleicht später irgendwann keine mehr gibt oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Also müssen wir erstmal survivalen. Aber anders als wie in anderen Survival-Games, wie zum Beispiel Stranded Deep, Forest etc., muss man hier nicht Stickies sammeln oder so, sondern glaube, wir brauchen andere Dinge. Gestein, also Titan und so. Weil bei den anderen Survival-Games immer Stickies und Rocks, also Steine. Und hier ist es, glaube ich, jetzt erstmal wichtig, glaube ich, erstmal Nahrung am Ball zu haben. So. Bringt natürlich am wenigsten trinken, glaube ich. Die ersten Ressourcen, wie es immer so ist. Wir haben noch 49 Energie. Was? Wir haben noch 49 von 75 Energie? Oh Gott. Da müssen wir auch drauf achten. Das heißt also, wir trinken jetzt erstmal. Oh, Wasser. Gut, die eine Flasche würde ich einmal hier reinpacken. Okay, wir haben ein paar Ressourcen. Wir brauchen aber Baupläne. Guck mal, was können wir denn herstellen? Ach, mit Metallschrott können wir Titan herstellen. Hallo. Na, guck mal einer an. Achso, wir müssen den PDA eröffnen. So, warte, wir schauen mal bei Baupläne. Also, dort kriegen wir also Titan. Die Aufzeichnung ist das, was wir gesagt bekommen haben. Das heißt, ich würde mal Titan herstellen. Wie können wir das denn machen? Ach du Heiliger, was da alles noch kommt. Antriebskörper, wasserdichter Behälter, Fenster. Okay, wir können später auch Basen bauen. Solarmodul, ach du Heiliger, Leiter. Das wird, glaube ich, noch ganz, ganz lustig. Aber haben wir denn hier so eine... Okay, wir haben hier eine Werkbank, ne? Können wir das hier bauen? Ressourcen, Grundmaterialien. Ah, hier, Titan. Aus Metallschrott gibt es also Titan. Okay, dann haben wir hier Elektronik. Können wir Kupferdraht herstellen? Machen wir mal. So, ich will nochmal Titan herstellen, weil wir es ja haben. Wir müssen also unsere Station mit Energie versorgen. So, was kann ich jetzt bauen? Ein wasserdichter Behälter? Ja, ganz toll, aber wir brauchen natürlich auch Ausrüstung. Eine Standardtauchflasche, ein Feuerlöscher, eine Leitung, eine schwimmende Luftpumpe. Wir müssen ja natürlich auch ein Reparaturkit kriegen, ne? Das hier brauchen wir. Höhlenschwefel. Ich würde tatsächlich mal so eine Standard-Tauchflasche bauen. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Neuer Bauplan. Okay, dann würde ich noch einmal... Ah, guck mal, Titanbarren kriegen wir mit 10-mal... Haben wir 10-mal Titan? Dann machen wir doch mal... Das hat natürlich viel Energie gekostet. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie... So, lass mal schauen. Wir haben einen neuen Blueprint bekommen. Der hier. Mit hoher Kapazität. Okay, wir haben jetzt eine Standard-Sauerstoffflasche, ist jetzt nicht so schlimm. Aber wir haben schon mal Titanbarren. Titan haben wir und Kupferdraht. 30 Sekunden Sauerstoff haben wir wahrscheinlich dazu bekommen. Kann das sein? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube ja. Okay, die hat er direkt ausgerüstet. Das ist super. Wir müssen natürlich gucken, dass wir hier die Sachen reparieren. Reparaturwerkzeug benötigt. Das ist das, was wir brauchen. Okay, die ist jetzt hier auch drin, die Tauchflasche. Wir brauchen aber ein Reparaturwerkzeug. Das ist das hier. Wir brauchen Silikongummi und Höhlenschwefel. Silikongummi können wir, glaube ich, nicht bauen selber, oder? Doch. Okay, Schlingenpflanzenbüschel brauchen wir. Und Höhlenschwefel. Schlingenpflanzenbüschel sind gelb. Und Höhlenschwefel. Höhle haben wir ja schon gefunden.
Müssen wir jetzt mal gucken. Schlingpflanzenbüschel sind gelblich. Mal gucken, ob wir die irgendwo finden. Da müssen wir jetzt mal schauen. Und ich muss natürlich nochmal die Höhle finden, wenn ich jetzt weiß, wo sie war. Sind das Schlingpflanzenbüschel da? Ich tauche mal eben einmal auf, um Sauerstoff zu tanken. So, dann lass mal gucken. Das könnte das sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann ich das einfach abbauen? Was ist das denn da? Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Schlingpflanzenbüschel. Nehme ich alles mit, ne? Okay, die haben... die sondern irgendwas ab. Waren das die Pflanzen oder war das das Tier? Ich bin mir nicht sicher. Gut. Jetzt brauchen wir noch Höhlenschwefel. Das heißt, ich schaue nochmal, ob ich die Höhle finde, wo die war. War die hier? Wir müssen natürlich auch... Was ist das denn? Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir sollen äußerst vorsichtig sein. Höhlenschwefel. Ist gelblich auch. Titan, aber wo ist Höhlenschwefel? Hier sieht's nicht höhlenschwefelig. Oh, Alter, wir sind fast tot. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich tauch nochmal auf. Wir brauchen dieses Höhlenschwefel. Jetzt wüsste, wie das... Also es sieht natürlich gelblich aus, aber wo hängt das dran? Das ist keine Höhle. Oh, diese Musik dabei, ne? Ist ja der Wahnsinn. Oh nein, da sind da schon wieder so Viecher? Ich will nicht schon in der ersten Folge sterben. Wie sieht denn Höhlenschwefel aus? Okay, wenn ich jetzt wüsste, wie Höhlenschwefel aussieht... Ja. Orientierungsverlust. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ach nee, die Anzeige da oben ist tatsächlich... Was war das denn da hinten? Okay, die Anzeige da oben bedeutet, wie tief wir sind. Ich dachte, das bedeutet immer, wie weit wir weg sind von der Kapsel. Habe ich totalen Quatsch erzählt. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir Höhlenschwefel herbekommen. Ich würde einmal zur Station. Da könnte auch eine Höhle sein, da hinten. Ich tauche nochmal eben einmal auf. Heilung, müssen wir mal schauen, wie wir uns nochmal heilen. Ich hatte das jetzt schon wieder vergessen. Ist das eine Höhle? Nee. Röhrenkoralle. Haben wir unser Pi... Ach, das können wir einfach nutzen. Das ist ja super. Kann ich hier gucken, wie das aussieht? Was? Ist zwar nicht so eine tolle Idee. Baupläne? Das sind nur Baupläne, ne? Ausrüstung. Okay. Müsste ich tatsächlich nochmal in der Station, glaube ich, gucken. Ich würde jetzt nochmal hier schauen. Ich meine, das ist zwar keine Höhle, aber... Aber das mit der Sauerstoffflasche macht, die sich jetzt schon bewährt, ne? So wie bei Breath Edge damals. Halt, wie viel du... Huch, was war das hier? Ah, eine Koralle, okay. Weil halt du dann viel mehr weiter reisen kannst und so. Das macht natürlich viel mehr Sinn. So, lass mal gucken. Silikongummi. Und Schmierstoff. Ja, wir brauchten... Was war das jetzt?
Reparaturwerkzeug. Höhlenschwefel und Silikongummi. Silikongummi könnten wir schon mal bauen. Energie 58 von 75. Lädt sich das automatisch auf nach einer Zeit? Ich glaube ja, ne? Sieht zumindest so aus hier oben. Ich stelle nochmal ein bisschen Gummi her. Was wir haben, haben wir. Wir haben ja ein bisschen gesammelt von der Pflanze. Hatten wir eigentlich noch was an... Hatten wir eigentlich noch was an Lebensenergie? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir hatten für Lebensenergie hatten wir nichts, ne? Oh, so eine Fackel in der Hand nehmen wäre toll. Oh Gott, wie viel Silikongummi wir hergestellt haben. Aje, 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 aje. Okay, ich pack mal ein bisschen was rüber. Kann ich die auch einfach hier droppen? Geht das? Okay, fallen lassen kann ich die hier nicht. Energie 44 von 75, okay. So, wo kriegen wir jetzt den Höhlenschwefel her? Ach so, ich wollte geguckt haben, wie der aussieht. Ach so, das war so ein gelbliches Zeug, ne? Genau. Tja, jetzt die Frage, wo? 17 Meter Tiefe? Was? Gott, diese Geräusche, Hilfe. Oh, da ist wieder das Vieh, was explodiert. Au! Das trifft aber instinktiv, ne? Ist alles so tief. Ich möchte nicht zu tief halt gehen. Weil wir ja auch wieder nach oben schwimmen müssen. Okay, aber ich würde sagen, fürs Erste haben wir überlebt. Wir müssen mal gucken, haben wir Medipack noch? Ja, haben wir noch. Würde ich das mal nehmen? Ich glaube, das automatisch lädt sich das ein bisschen auf. Wir müssen unser Schiff noch weiter reparieren. Wir haben noch einiges zu tun. Und was uns hier noch in den Tiefen des Ozeans erwartet, das... Und vieles weitere sehen wir in der nächsten Folge Subnautica. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.